In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. So ihr Lieben, wir haben gerade ein Paket bekommen von Glitzer. Und zwar Knorr hat uns wieder mal ein schönes Paket zugeschickt und dieses Mal könnt ihr auch eins gewinnen. Ihr müsst einfach nur unten kommentieren, für wen ihr das gewinnen wollt und warum. Und wollt ihr das an Weihnachten verschenken? Einfach so, für den Geburtstag? Schreibt es in die Kommentare. Das Gewinnspiel geht 2 Wochen und danach losen wir aus. Und dann stehen eure Adresse und die schicken euch das dann zu. Genau. Wir machen das jetzt mal auf. Also, da sind Tattoos drin und dann kann man da Glitzer drauf machen. Dann sieht das so aus. Man kann die Tattoos aber auch für andere Sachen benutzen. Armreifen oder eine Uhr. Also für unterschiedliche Sachen. Wir packen das jetzt mal zusammen aus. Achso, hier ist übrigens, also hier steht drauf, was es alles gibt. Über 200 Stickers. Ist ab 5 Jahren, aber ich denke mal, das kann man auch mit einem 3-4-jährigen Kind machen, wenn man das zusammen mit der Mama oder mit dem Papa macht. Wow, Lina, das sieht aber cool aus. Ich weiß gar nicht, ob man das so rausziehen kann. Ich denke aber schon. Moment. Was schön, meine Bickle. Wow! Davon dürfen wir eins verlosen. Voll geil, ne? Warte, du musst drücken und aufmachen. Wow! Das Kleber drauf. Cozy. So. Hauptsache das Essen. So. Und Lena, gefällt dir das? Was ist jetzt da drin? Vorsicht. Hier gibt es auch so für die Nägel, Tattoos. Ja, yeah, das muss da dran sein. Kriege ich das hier hoch? Scheiße. Oder vielleicht hier. Ach so. Da, la la la. Guck mal, hier ist ein Geheimversteck. Du darfst diesen Schuss auf keinen Fall verlieren. Heidi Bakalan, ich bin weg. Ja? Ja. Du hast morgen frei, ne? Mhm.
So ihr Lieben, ich zeige euch jetzt nochmal, was drin war. Und zwar ist diese Halskette dabei. Danach einmal so ein Ring. Da ist ja noch ein Ring, das hat Lina jetzt an. Hier, da ist so ein Herz drauf. Zeig mal deinen Ring. Ja. Deinen Ring. So. Und einmal noch dieser Armreifen. Nee, die Dora. Dann benutzt ihr diese Tattoos. Man sieht das jetzt nicht so gut. Die könnt ihr dann hier drauf kleben oder hier außen auf die Schale oder auf irgendwelche Schulhefte oder sonst was. Und dann müsst ihr das einfach mit dem Pinsel und dem Glitzer bestreuen. Und dann klebt das auch schon automatisch. Dann haben wir hier für die Mädels noch so ein Fach. Das ist so ein Geheimfach sozusagen. Da könnt ihr das aufmachen. Da ist auch ein Ersatzschlüssel dabei, falls der hier jetzt verloren gehen sollte. Ne, Linosch? Ja, finde ich total cool. Also ihr könnt euer Kind damit auf jeden Fall glücklich machen. Entweder an Weihnachten oder jetzt einfach so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das testen dürfen, weil die sind neu auf dem Markt. Deswegen wollen wir uns nochmal bei Knorr bedanken und ich hoffe, ihr freut euch über das Gewinnspiel. So ihr Lieben, das erste ist jetzt fertig. Da haben wir so ein Liebesschloss genommen und bei dem zweiten sieht man jetzt nicht, haben wir ein Eis genommen. Da ist das jetzt schon drauf. Jetzt müssen wir den Kleber hier abziehen und dann einfach mit Glitzer, also Glitzer drauf tun. Und danach haben wir ein Armband mit Glitzer. Da. Ich zeige euch das jetzt gleich. So, Lina ist jetzt fertig. Sie hat hier ein Eis gemacht. Das hat sie auch selbst gemacht. Ich habe das festgehalten. Dann hat sie mit dem Ring so, da, ein Herzchen da, gemacht. Da. Und jetzt machen wir hier in dem Heft einen Hund. So, Lina, welche Farbe möchtest du? Da. Dann mach das mal drauf. Blau. Hier, ne? Da. Ja, genau. Nimm mal neue Farbe. Lina macht einen bunten Hund. Ja, schön. So, rot? Das ist lila. Lina, nein, nicht mischen. Guck mal, du musst fester. Nein, bitte. Das brauchst du nicht, nein. Oh, das ist aber schön geworden. Das ist eine Regenbogenfarbe. Dann nimm noch eine Farbe, Bitane. Blau, okay. Dann mach mal hier. Ja, hier die Füßchen. So, jetzt musst du einmal pusten. Oder Lina, total schön. Wow, schön, dass du das gemacht hast. Nochmal? Ja. Okay. So ihr Lieben, ihr habt gesehen, es gibt ein Gewinnspiel. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Ich habe auch schon die Wäsche aufgehangen. Unsere Wohnung ist arschkalt, ey. Es ist so kalt und kühl. Und ich werde mich jetzt auch nicht schminken, obwohl Concealer würde jetzt, glaube ich, auch nicht schaden. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall noch diese Wäsche aufhängen. Outer wecken, weil wir müssen Hausschuhe kaufen für Lina und für mich auch. Am besten diese geschlossenen, weil es ist total kalt. Also der Boden ist total kalt. Wir sind jetzt auch schon fertig. Ich muss nur noch Outer wecken, wie gesagt. Und dann können wir eigentlich auch los. Nur waschen. Da. Kannst du deine Zähne putzen? Ja, als. Warte kurz. Bring mal deinen Stuhl. Dann kannst du deine Zähne putzen, Anne. Ich mache echt, glaube ich, nur Concealer und ein bisschen Rouge. Auf den Pantisch habe ich irgendwie keinen Bock. Dieses Wochenende gehe ich auch nicht zu meiner Mama, weil sie ist auf einer Hochzeit. Und ja, da habe ich nichts von. Da sehe ich sie kaum. Dann bleibe ich lieber zu Hause. Finde ich. Ja, Schatz. Und ich meine, ich habe eh noch genug zu tun hier. Weil ich war in letzter Zeit nur mit Lias Sachen beschäftigt. Aber ich denke mal, ein bisschen früher ist besser als ein bisschen später. Ich denke auch, dass ich den Koffer, den ich jetzt meiner Mama gebracht habe, mitbringen kann. Also den kleinen Reisekoffer, dass ich den nicht mehr in den Keller bringen werde. Weil den brauche ich ja fürs Krankenhaus. Ja, Schatz. Achso, dein Zahnpasta, ne? Du Zeit. Ja, das können wir zumachen wieder, genau. Sag bitte schön. Anne, war da! Ja, macht es ein bisschen nass.
Genau, mein Koffer werde ich aber erst so in 2-3 Wochen packen. Aber ich will trotzdem nicht, dass das im Keller rumsteht. Weil ich will das nicht wieder in der Tüte packen und dann lüften ein paar Tage bei dem kalten Wetter. Sonst gibt es auch nichts. Also ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt 32. oder 33. Wochen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hauptsache dir geht's gut und sie kommt nicht vor der 37. Woche. Sieht aber auch nicht so aus. Ich weiß auch nicht, ob sie sich gedreht hat, aber diese Luftnot habe ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, wir gehen jetzt gleich. Ich muss nur noch drüber weg. Und wir haben nämlich schon 13 Uhr. Genau. Ich hoffe, ihr macht bei dem Gewinnspiel fleißig mit. Ich kann das nur empfehlen. Nina hat sehr viel Spaß, ich auch. Ich habe sogar hier meine Nägel vorne. Das sieht man jetzt nicht mehr so gut. Damit gemacht. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich finde das perfekt für Kinder. Wir haben es jetzt mit Nina 2 Tage hintereinander gemacht. Heute wollte sie das auch, aber ich wollte nicht. Weil ich hatte irgendwie keine Lust drauf. Deswegen hat sie halt mit Grete gespielt. Ja, aber ich denke, heute Abend machen wir das wieder. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Beschäftigung für... Ich kann es nicht mit dem Wasser spielen. Für die Kinder bei solchen Regentagen. Hier, komm. Hast du deine Zähne auch oben geputzt? Da? Ja? Genau. Schön machst du das. Soll ich das mal zeigen? Putz mal deine Zähne. Aber auch oben, ne? Nicht nur unten. Was willst du? Bist du fertig? Nein, guck mal, wir gucken mal, was hier drin ist. So. So, ihr Lieben, unsere Abo-Box ist wieder da. Nina, hör auf mit den Messern zu spielen. Nein, das ist gefährlich. Guck mal, wir gucken jetzt hier rein. Was ist das? Einmal so eine Schokoladencreme. Also ein Aufstrich. Nee. Pesto. Tomate, Walnuss. Einmal da. Okay, Bonnet. Bulgur. Einmal Bulgur. Okay, nehme ich schon. Molly. Ich glaube, das ist Whisky, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas mit Alkohol. Willst du das noch probieren gleich? Dann haben wir hier ein Bio-Bio-Limo. Leicht, nur leicht gesüßt. Mit Kräutern, Apfelstrohle, Kräuter- und Ingwer-Geschmack. So. Guck mal, jetzt können wir das hier hoch machen, Linus. Von Halls extra strong frische Bonbons. Das kannst du ins Auto tun. Guck mal, Tic Tac. Mit Wassermelone. Nein. Was ist das? Von Chiquita. Eine Tüte. Nein. Einkaufstüte. Was willst du? Willst du eins haben? Okay, jetzt steh, bitte. Ja. Das riecht bestimmt gut. Riech mal. So, mach mal deine Hand so auf. Und du bist eins. Ja, das ist ein Kaugummi, Nina. Dann haben wir von Werthers Original, ich liebe ja die Bonbons davon, Popcorn mit Karamell. Und zum Schluss Oreo Joy Filz. Die sind auch wohl neu. Knusprig und cremig. Also für alle Oreo-Fans. Siehst du das wieder mal? Heidi, ihr Lieben. Gib Baba einen Kuss. Baba, bye. Alles tschüss. Tschüss, bye. Ja, Baba, ich hier, bye. Baba, tschau. Mhm.
Das willst du auch essen? Mhm. Wir gehen aber jetzt gleich. Nein. Schatz, nimmst du es mit ins Auto? Das ist Antje. Die ist Bonnie. Guck mal, Popcorn. Scheiße, ich will schwer voran. Ja. Mama, Papa, Mama! Schatz, was ist das? Soll ich das wegschmeißen oder behalten? Wie du willst. Aber ich will weg. Tschüss. So, Mama, Papa, das ist deins. Hat er Kabine getrieben? Geht der nicht mehr? Ja? Und zwar wollten wir waren ja heute in den Arkaden, wegen der Fashion Week. Und wir haben für Lina nach Hausschuhen geschaut. Sie braucht eigentlich keine. Aber sie will unbedingt eins von Elsa. Aber ehrlich gesagt haben wir auch keins gefunden. Also wir haben eins gefunden bei Reno. Aber guck mal, das Popcorn. Das riecht voll stark. Oh, aber das ist ja so. Mama, du hast ja. Gell, Annen, gell, gell, gell. Mama. Mama. Ja, das war. Also, große 24 war irgendwie voll dreckig, dieses Hausschuh. Und große 25 passte dann nicht. Und bei Deichmann gab es erst ab Größe 26 Elsa-Schuhe. Deswegen haben wir jetzt nichts gekauft, wir haben nur Knöpfe gegessen. Und ja, das war's. Wir haben ihn nicht gemacht. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren gerade einkaufen mit Lina. Und zwar, meine Mama hat mich gerade angerufen, ob die Kinder morgen zu uns kommen können. Weil sie auf einer Hochzeit ist und ich meinte, ja klar, wir haben auch morgen voll viel zu erledigen. Also wir müssen Lampen kaufen für die Küche. Da sind nämlich zwei oder ja, hier und der ist ausgegangen. Im Wohnzimmer geht immer einer an und wieder aus. Ja, ich zeige euch aber erstmal, was wir gekauft haben. Ich habe bei Edeka diese Fuse Tea geholt. Wir holen die immer, wenn wir draußen sind, weil das voll lecker schmeckt. Und dieses Mal habe ich von jeder Sorte eins mitgenommen. Einmal Zitrone. Was war das jetzt? Pfirsich, ne? Schwarzer Tee mit Pfirsich. Ja, Schatz. Dann schwarzer Tee mit Pfirsich. Hibiskus. Ich finde, der schmeckt am besten. Wenn man ehrlich sein muss. Und auch der schmeckt ja ganz gut. Grüner Tee, Mango, Kamille. Das hat er letztens gekauft. Aber das hat mir nicht so gut geschmeckt. Dann haben wir ab und zu keinen Joghurt zu Hause. Deswegen habe ich jetzt einmal, also zweimal die hier mitgenommen. Einmal Waldbeerencreme und einmal Himbeersahne. Das macht man einfach mit kalter Milch. Dann viermal meinen Kaffee. Den trinke ich jetzt nicht mehr so oft, weil es nicht mehr so warm ist. Ich habe den morgens nur getrunken, weil es so warm war immer. Dann durfte Lina sich ein Shampoo mitnehmen. Milchschnitte. Dann kennt ihr das aus eurer Kindheit. Ich habe die als Kind geliebt. Dann Bananen. Lina wollte Bananen haben. Sie ist auch Farbe 1. Ihre Strohhalme mitgenommen. Und ganz viele Gummibärchen. Ja, und dann habe ich Nägel mitgenommen, weil ich habe die jetzt seit fast anderthalb Wochen dran. Und warte immer noch auf meine Bestellung. Die Nägel kommen ja meistens aus China, wenn man die über Amazon bestellt. Und die dauern dann so 3-4 Wochen. Ja. Meins sollte seit dem 22. da sein. Also zwischen dem 22. und dem 3. oder 4. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal so eine Packung mitgenommen. Also zwei Packungen. Die sind voll teuer, ne? Die kosten 2 Euro pro Packung bei Kick. Und den Kleber kannst du wegschmeißen. Das ist Müll. Und das, was ich bestelle, da sind 600 Stück drin. Für 2 Euro noch was. Naja, ich sortiere das jetzt ein. Leute, ich habe so Lust auf den Kellergeruch. Also ich schmachte voll. Ja, also ich habe unnormal, ich habe gerade irgendwas nach Keller, also irgendwas hat draußen nach Keller gerochen. Und ich habe auch gerade gesagt, Schatz, ich muss in den Keller. Das hatte ich bei Lina auch. Da hatte ich wirklich Tage, da bin ich um 3 Uhr nachts aufgewacht und habe zu Hause gesagt, Schatz, ich will in den Keller. Also ich habe jetzt nicht so Lust mitten in der Nacht auf Eis, Wassermelone, Erdbeeren oder sonst was. Aber so auf den Kellergeruch habe ich jetzt seit neuestem wieder Lust. Ich weiß nicht warum. Jetzt gehen wir erstmal in den Keller, nachdem ich hier alles aufgeräumt habe. Eingeräumt habe. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sehe total schlimm aus. Ich mache jetzt, wir frühstücken gleich, aber ich wollte zum Frühstück heute eine Suppe machen. Willst du erzählen? Okay. Anoda. Mama, Papa, da, nein, da, da. Okay.
da drauf. Da. Anna, da. Anna, hallo, da. Anna, da. Hallo. Anna, dort heißt. Wir sehen alles, was gleich heißt, ne? Die Stecker, ne? Die geht. Like a ton of bricks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you Nina, Baba ruft dich. Baba ist hässlich. Ja, Baba, warte. Warte, komm, Baba ist hässlich. Ja. So, ihr Lieben, ich mach mich jetzt fertig. Aula ist auch wach. Baba, Adi, warte. Nein, dann ist er wieder nicht. Adi, nein, Mama. Ist im Bett. Genau. Ja. Ich habe jetzt ein paar Sachen auf eBay reingestellt, die ich verkaufen werde. Ich muss noch Fotos von diesem Bettset machen, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Also wenn jemand Interesse daran hat, kann er mir ruhig schreiben. Genau. Und sonst muss ich jetzt hier aufräumen, ne? Der Herr ist gerade aufgewacht. Und wir wollten Lichter kaufen fürs Bad. Fürs Bad sage ich. Fürs Wohnzimmer. So, und was ich euch zeigen wollte. Lina und Dia haben was von Cloud B zugeschickt bekommen. Und zwar einmal diese Schildkröte für Lina. Sie liebt es ja, mit in so einem Nachtlicht einzuschlafen seit kürzester Zeit. Das kann man hier einmal anmachen. Dann leuchtet die Wand, seht ihr das? Voll schön. Das kann man natürlich auch stoppen, dass es dann einfach nur so still ist. Aber nein, da! Ja, Schatz, dann kann man hier Geräusche oder Musik einstellen. Hier kann man es lauter oder leiser machen. Total schön. Ich setze euch mal den Amazon-Link dazu rein. Hier, Schatz. Und dann haben wir eins für Lia zugeschickt bekommen. Den kann man am Kinderbett festmachen. Und was ich voll gut finde, das könnt ihr rausholen hier. Dann müsst ihr das auf und dann kann man das auch waschen, wenn das Kind mal drauf spuckt oder so. Den könnt ihr hier anmachen. Und dann ist hier zum Beispiel ein Herzschlag. Das könnt ihr auch lauter oder leise einstellen. Dann ist hier eine Melodie. Das ist jetzt Funkel, Funkel, kleiner Stern. Dann haben wir hier so ein Rauschen. Oder diese Melodie. Dann hört sich das so ein bisschen an wie so ein Staubsauger. Oder die Melodie.
Also man kann das alles einstellen, was ich total cool finde. Und hier ist auch ein Timer dabei. Also ihr könnt jetzt einstellen, entweder 23 Minuten oder 45 Minuten. Also ich kann sowas nur empfehlen, vor allem hier mit dem Herzschlag. Das soll ein Baby richtig beruhigen. Und dann könnt ihr das Ganze mal wieder ausmachen. Ja, total süß. Wir haben uns jetzt für den Panda entschieden. Es gibt auch einen Marienkäfer, glaube ich. Ich verlinke euch aber den Link unten in der Infobox. Ja. Der war auch am Bett dran. Nur ist Lina heute Abend damit eingeschlafen. Und das hat sie dann als Nachtlicht benutzt, das andere. Genau. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Cloud B für das Geschenk. Und ist nicht selbstverständlich, ich weiß. Deswegen Dankeschön und ich denke, Lia wird damit auf jeden Fall gut schlafen können. Ja, ich würde auch sagen, ich verabschiede mich jetzt und fange direkt mit dem nächsten Vlog an, weil das soll ja nicht allzu lang sein, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!